Grüß euch, wir sind heute bei Burgis Spezialitäten in Schifflingen und wir zeigen euch einmal, wie man Produkte mit Liebe produziert. Ja, ich bin jetzt gerade beim Lavendelernten und den nehmen wir dann mit in die Küche und machen wir unseren Lavendelsaft gemeinsam. Da nehmen wir noch ein Basilikum mit und ein bisschen Rosmarin. Und da machen wir dann unser gutes Kräuteröl heute. Auf das freue ich mich. Ich bin auch. Schau, Burgi, da ist eine Zitrone, gell? Wir nehmen die gleich mit rein für Zitronenöl. Klar, die packen wir gleich. Ja, jetzt sind wir in deiner Produktionsküche und du zeigst uns einmal, was du mit deinen Rohstoffen alles herstellen kannst. Ja, gerne. Da habe ich einen Granatapfelessig angesetzt. Da ist ein Vogelbeer-Gin angesetzt. Das ist ein Asperl-Gin. Ein Aronia-Essig, da habe ich einen Nussschnaps, also ein Nusslikör angesetzt. Das sind schwarze Ribisel, das wird auch ein Likör. Und hier ist der wunderbare Kärntner Zirben, Zirbal angesetzt. Und wie lange muss das jetzt dann da drinnen stehen oder wie lange ist das angesetzt? Weil das schaut ja jetzt schon relativ fertig aus. Ja, unterschiedlich. Also der Essig, würde ich sagen, so 3 Monate circa. Der Gin 10 Monate. Und der Nussschnaps vielleicht so ein halbes Jahr. Ja, Zirbal auch 10 Monate bis ein Jahr. Dann ist es richtig aromatisch. Und dann wird es dann abgeseit, filtriert und in Flaschen gefüllt. Ja, und dann schauen wir uns jetzt einmal so eine Produktion an, wie du das abfüllst und wie das hergestellt wird. Ja, gerne. Schauen wir mal, was da im Topf drinnen ist und fangen wir mal mit Lavendel an. Boah, das riecht gut. Was passiert denn da jetzt damit? Boah. Das ist jetzt der Ansatz für den Lavendelsirup. Der steht jetzt einige Tage, also es ist mit Zucker und Zitronensäure und Zitrone angesetzt und steht jetzt einige Tage, bis er eine gute Farbe hat. Riechen tut es ja phänomenal, wie ein Lavendelfeld. Jetzt kochen wir das Ganze auf und dann wird das in Flaschen abgefüllt. Jetzt ist unser Sirup fertig. Ja, und du hast uns ja versprochen, dass wir jetzt noch ein Kräuteröl machen. Und da können wir jetzt der Burgi zuschauen, wie sie das macht. Wir machen jetzt unser Kräuteröl. Als erstes kommt Salz hinein, 2 Teelöffel. Dann beginnen wir mit unseren guten Gartenkräutern. Das werden wir einfach da so hinein. Ist das der gute Basilikum, das den wir gerade aufgeschnitten genau, haben? Genau, das ist der Basilikum. Das ist das Rosmarin. Man kann eingeben, was man will, was man gerade zum Ernten hat. Das ist Thymian. Und dann vielleicht noch ein bisschen vom roten Basilikum. Das riecht schon so gut. Und kommt da jetzt dann das Öl rein? Ja, da kommt jetzt das Öl drauf. Das machen wir gleich ganz einfach. Wunderschön. Ma, und kriege ich das Öl jetzt für meinen Salat mit? Klar, das kannst du halt mitnehmen. Mahlzeit, lass das gut schmecken. Das wird ein guter Salat. Das ist jetzt ja ganz ein spezielles Produkt von dir. Das ist der Zirbenen. Ja, das ist das sogenannte Zirbal. Da kommen die Zirbenzapfen aus den Nockbergen. Das wird angesetzt in Alkohol, wie auch immer, was man da nehmen will. Oft auch in Gin. Und diese Zirbe ist sehr gut, wenn man zum Beispiel, oder das Zirbal ist sehr gut, wenn man was Schweres gegessen hat. Das ist sehr gut für die Verdauung. Das macht einfach einen gesunden Magen nach einem fetten Essen. Danke, Burgi, dass wir da sein haben dürfen und dir mal über die Schulter schauen haben können, wie du die Produkte mit Herz und Liebe produzierst. Ja, gerne, Ingo. Ich habe mich voll gefreut, dass ihr da wart. Gern und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Pfiatti, Baba. Und ich verabschiede mich bei euch. Grüß euch, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.